Zielland Türkei. Am 25. Oktober 2011 laden Südwesttextil und Gesamtmasche gemeinsam mit dem türkischen Textilverband ITKIB zu einem Kooperationstag nach Stuttgart ein. Auf der vom türkischen Generalkonsulat sowie vom Wirtschafts- und Finanzministerium Baden-Württemberg unterstützten Veranstaltung werden deutsche und türkische Branchenvertreter zu Trends in den textilen Handelsbeziehungen sowie zu Markt- und Branchenentwicklung in der Türkei berichten. Zur Veranstaltung wird der türkische Verband ITKIB mit ca. 30 türkischen Unternehmern aus unterschiedlichen Bereichen der textilen Kette erscheinen. Mitgliedsunternehmen, die sich für Kontakte zu türkischen Partnern interessieren, können ihre Geschäftswünsche ab sofort Südwesttextil mitteilen. Entwicklung biobasierter Materialien. Die Landesagentur BioPro Baden-Württemberg, der Cluster Biopolymere Biowerkstoffe und die Allianz Faserbasierte Werkstoffe AFBW starten am 27. Oktober mit einem Kick-Off-Meeting in Stuttgart die Textile Biomaterials Design Challenge, kurz TBDC. Ziel der Challenge ist es, in einer einjährigen Zusammenarbeit kommerziell verfügbare und in der Entwicklung befindliche biobasierte Materialien unter Designgesichtspunkten für ihre Eignung in unterschiedlichen Textilbereichen zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Junge Textiler fit für die Zukunft. Mit einer Abschlussfeier im Textilen Aus- und Weiterbildungszentrum GATEX wurden am 26. Juli 30 Jungtextiler ins Berufsleben verabschiedet. Die besonders erfolgreichen wurden zusätzlich mit dem GATEX-Zertifikat ausgezeichnet. Aktuelle Veranstaltungen. Am 13. Oktober 2011 laden Südwesttextil und Gesamtmasche am Airport Stuttgart zu einer Veranstaltung zum Thema Kartellrecht in der Textilwirtschaft ein. Am 19. Oktober 2011 veranstalten beide Verbände darüber hinaus in der Philharmonie Filderstadt ein Seminar unter dem Titel Textilkennzeichnung aktuell. Mehr Informationen zu diesen und anderen Veranstaltungen sind erhältlich unter www.südwesttextil.de/veranstaltungen.